Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Bundesminister, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Wie Sie sehen, ist es ein bisschen eng geworden. Das könnte auch mit unserem Gast zu tun haben. Es ist mir eine große Ehre und Freude, Finanzminister Hartwig Löger heute bei uns begrüßen zu dürfen. Beim gestrigen Sommerempfang im Finanzministerium haben Sie ja gemeint, dass es kein sehr gutes Zeichen ist, wenn die Finanz zu einem kommt, sondern dass es besser ist, wenn es umgekehrt ist, dass man aus freien Stücken zur Finanz geht. Ich werte es trotzdem als sehr gutes Zeichen, dass Sie heute aus freien Stücken zu uns gekommen sind und der Einladung der Agenda Austria gefolgt sind. Vielen Dank. Wir übertragen auch in die anderen Räume, weil der Andrang sehr groß ist und Sie wissen, in Wien kommen ja einige noch ein bisschen später. Das heißt deshalb auch das Mikrofon und für den Livestream, auch später für die Fragen dann, dass Sie nicht irritiert sind, damit das jeder mitbekommt, haben wir hier Mikrofone und den Hinweis haben Sie gesehen, falls Sie nicht einverstanden sind, dass Sie gefilmt werden oder dass Fotos gemacht werden, bitte sich an uns zu wenden. Hartwig Löger ist der 22. Finanzminister der Zweiten Republik und nach Reinhard Kamitz womöglich der Zweite, dem es gelingen könnte, mit den eingenommenen Rekordgeldern das Auslangen zu finden. Zumindest ist das der Plan für oder das Ziel für 2019, das zu schaffen. Darüber werden wir auch im Anschluss noch diskutieren. Eine kurze Vorstellung. Sie sind nach der Matura im Stiftsgymnasium in Admont dem Plan nachgegangen, Pilot zu werden. Das ist durch eine Knieverletzung vereitelt worden. Durch Zufall landeten Sie in der Versicherungsbranche und von dort haben Sie sich vom Verkauf bis in den Vorstand der Unica raufgearbeitet und ich glaube, dass das für die Steuerzahler der Republik Österreich kein schlechtes Zeichen ist, dass ein Finanzminister auch außerhalb der politischen Arena Erfahrungen gemacht hat und weiß, dass das verteilte Geld auch zu erwirtschaften ist. Das war in Österreich ja nicht immer so. Freunde nennen Sie auch gerne Seneca, weil Sie den römischen Philosophen so gerne zitieren und in diesem Sinne darf ich Ihnen auch ein Zitat im Zuge Ihrer Bemühungen, den Haushalt zu sanieren, von Seneca mit auf den Weg geben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Warum das österreichische Budget dringend saniert gehört und wie eine verantwortungsvolle Finanzpolitik auszusehen hat, erfahren wir jetzt. The floor is yours. Und wir hätten hier noch Plätze vorne für die Damen, die da hinten sitzen, Frau Dr. Schurz. Bitte sehr. Zwei sind noch frei. Bitte sehr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Dr. Schellhorn, auch den Zuseherinnen und Zusehern am Livestream, ich freue mich, dass ich wieder mal die Chance habe, in einer sehr, würde ich meinen, ja, hochkarätigen Runde einige Aussagen tätigen zu können. Nachdem ich jetzt eingeleitet wurde, bin ich ja nahezu geneigt, auch den Seneca ein bisschen zu strapazieren, werde das aber möglicherweise dann ein bisschen einfließen lassen. Eines noch in einer leichten sozusagen Anpassung an meine gestrige Aussage im Zuge des Sommerfests. Also wenn die Finanz eingeladen ist aus freien Stücken, dann ist es auch wieder, glaube ich, jetzt völlig unbedrohlich und frei und also in keinster Weise sorgenvoll. Und gestern habe ich mir nur erlaubt, so ein historisches Zitat zu nennen, wo ich gesagt habe, besuchen Sie die Finanz, bevor die Finanz Sie besucht. Das gab es einmal in zeithistorischen Themen mit anderen Regionen in Verbindung. Ja, was ich mir vorgenommen habe heute im Zuge dieser Runde, ist zum einen Sie nicht überzustrapazieren. Das habe ich bei meiner Budgetrede gemacht, wo ich eine Stunde und 16 Minuten von vielen beklagt in Anspruch genommen habe. Heute werde ich auch nicht eine Kurzversion davon geben, sondern versuchen, durchaus punktuell das eine oder andere anzusprechen. Es werden aber keine Kernpunkte sein, sondern eher Hauptthemen. Ja, also in dem Zusammenhang hoffe ich, Ihnen Orientierung geben zu können. Seneca hat vielleicht nur ergänzend, weil mir gerade jetzt einfällt, auch formuliert, wer Großes wagt, kann scheitern. Wer es nicht wagt, der ist schon gescheitert. Und vielleicht kann man es auch unter diesem Aspekt sehen, was angesprochen wurde, dass wir uns klar vorgenommen haben in dieser Regierung. Das Wort Trendwende wurde leider Gottes schon von einigen Finanzministern der letzten Perioden auch gebraucht. Und darum haben wir gesagt, wir starten in eine neue Zukunft, nämlich dahingehend, dass wir wirklich nach 65 Jahren, jetzt könnte man sagen, den Mut nehmen,
wieder einmal ein bisschen weniger Geld auszugeben, als wir, auch so vom Herrn Schellhorn ja schon eingeleitet, in einer sehr guten Konjunkturlage, und das will ich auch voranstellen, die jetzt nicht der Verdienst dieser neuen Regierung ist, sondern diese gute Grundlage hat Österreich sich geschaffen, ja, aufgrund einer international sehr, sehr guten Basis, die auch auf europäischer, auf globaler Ebene wachstumsmäßig teilweise deutlich über den Prognosen der Mittelfristansätze der letzten Jahre liegt. Und so gesehen ist es wichtig, das nicht zu verheimlichen. Und ich glaube, es ist wichtig, ehrlich zu sein, dass auch Themen wie zum Beispiel eine Steuerreform vor 2 Jahren natürlich dazu beigetragen haben, dass wir gerade in Österreich eine gute Grundlage haben, dass wir Kraft haben, dass wir Energie haben und das ist das Erfreuliche daran, auch mit dem Ansatz der neuen Regierung, und das ist spürbar auch in den letzten Wochen, Monaten, auch in aktuellsten Umfragen erkennbar, dass gerade im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Unternehmer eine stärkere positive Grundhaltung da ist für Investition, für Wachstum, um gerade in der Phase, wo wir erkennen, dass dieser Hype möglicherweise des Wachstums von über 3% sich doch wieder leicht auch nach unten korrigieren wird, aber dass wir dafür sorgen, auch hier mit dieser guten Grundstimmung auch im Bereich der Unternehmerinnen und Unternehmer und damit auch im Bereich des Arbeitsmarktes, auch gegenüber der Bevölkerung, diese positive Energie stabilisieren können, um dann, auch wenn international der Abschwung sich wieder in dem Bereich zeigen wird, wir überproportional auch in dem Bereich positiv dastehen. Und ich glaube, das ist der Rahmenansatz, den man auch in dem Bereich positiv sehen sollte. Ein bisschen mehr kann es immer sein. Und ich weiß, dass der Herr Dr. Schellhorn mich heute auch noch natürlich ein bisschen strapazieren wird, dass der Mut noch größer sein kann und stärker sein kann. Ja, aber wenn man es dann wieder genauso, wie es eingeleitet wurde, sieht, dass in Wirklichkeit auch in Hochkonjunktur und ich sage Höchstkonjunkturphasen der letzten, und jetzt wissen wir, fast 6 Jahrzehnte oder über 6 Jahrzehnte gab es schon mehrfach auch Wachstumssituationen, die noch deutlich stärker waren, als wir sie jetzt haben. Und auch dort ist es gelungen, immer noch ein bisschen mehr an Schulden aufzubauen. Und ich will jetzt kein Jammerlied tragen und ich gestehe, dass ich natürlich in meiner Offenheit bei der Budgetrede auch ein bisschen in Gefahr gekommen bin, jetzt alles schlecht zu machen, was vorher war. Würde es jetzt zumindest für diesen Kreis und auch bei den Zuseherinnen und Zusehern korrigieren. Das ist bei weitem nicht so. Aber Faktum ist, dass, wie gesagt, seit 1954 ein Schuldenberg angehäuft wurde von in Summe knapp 290 Milliarden Euro. Und jetzt kann man es, wenn man vielleicht noch irgendwie generationsmäßig noch in altem, echtem Geld, wie es auch meine Großeltern noch bezeichnet haben, rechnen will, kann man es ja fast nicht mehr aussprechen. Aber bleiben wir bei den Euro, die gut und wichtig sind für uns. Die 290 Milliarden Euro sind schon ein Berg, der nicht klein ist. Ja, und in dem Zusammenhang ist es für uns auch ein klares Verständnis. Man kann es argumentieren, ja, da waren Sondereffekte, nämlich in Richtung auch Bankenpakete. Da gab es auch Krisenzeiten, wo es notwendig war, auch antizyklisch zu investieren. Alles richtig. Nur irgendwann einmal in 65 Jahren, ja, hätte man eigentlich schon einmal darüber nachdenken sollen, dass man auch in dem Bereich einmal eine andere Grundlage wieder findet. Und wenn wir uns vorgenommen haben, und es ist einmal der Ansatz des Budgets 18 und 19, dass wir von dem Höchststand an Schuldenbelastung, wenn man in Relation zum Wachstum setzt, was ja der richtigere Zugang auch ist, nämlich von Höchstwert knapp 85% Schuldenquote in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Ja, jetzt kann man wieder sagen, da gibt es Länder, die haben mehr. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir uns damit vergleichen wollen. Wir haben uns vorgenommen und werden uns anstrengen, das über die nächsten Jahre auf eine Quote von ca. 62% hinunter zu arbeiten, in einer konsequenten auch Finanzpolitik und Schuldenpolitik oder Entschuldungspolitik in dem Sinn. Und auf der Grundlage, und das müssen wir uns auch wieder vorhalten im Spiegel, sind wir noch nicht dort, wo wir eigentlich in der Pflicht sind. In Wirklichkeit ist die Pflichtübung gemäß der Maastricht-Kriterien auf Euro-Ebene
60% an Maximalverschuldung zu haben. Das heißt, wir sind nicht in einer Situation, wo wir sagen, damit haben wir eh schon alles erlebt, sondern dann sind wir in Wirklichkeit an dem Gradmesser, den wir gemeinsam auf europäischer Ebene auch als Mitglied der Eurogruppe entsprechend fixiert haben. Also die Kür unter Anführungszeichen beginnt ein bisschen drunter. Und ich nutze jetzt die Chance, damit ich Sie nicht mit Zahlen langweile, einfach nur so ein bisschen ein Stimmungsbild zu geben. Ich hatte die Freude, im Zuge auch der Budgetdiskussionen, auch in einem Budgetausschuss, den Abgeordneten aller Fraktionen Rede und Antwort zu stehen. Und siehe da, dort hat man mir jetzt dann durchaus die Diskussion angeleitet, ich sage das bewusst so, nämlich in der Fragestellung, ob diese Schulden von 290 Milliarden und die Verschuldung von über 80%, ob das jetzt gute oder schlechte Schulden sind. Es ist so. Ich habe es im ersten Moment einmal gedacht, das ist ein Gag. Nein, das war ernst gemeint. Es wurde auch entsprechend argumentiert und unterlegt und wissenschaftlich argumentiert, dass man diskutieren kann, ob Schulden jetzt was Gutes oder Schlechtes sind. Und ich habe mir erlaubt, auch in Richtung unserer Klarheit zu sagen, in der Dimension, in der wir uns bewegen, führe ich diese Diskussion noch nicht. Ich bin aber, um das auch klar zu machen, durchaus bereit, und das ist auch das Verständnis unserer Regierung, dass man sehr wohl auch als Staat, als Republik, durchaus auch in der Forderung steht, mit einer vernünftigen Schuldenpolitik, teilweise auch in Sondersituationen, auch Investitionen, auch Entwicklungen der Infrastruktur richtig und auch zukunftsorientiert zu investieren. Und damit nicht ein Gesundschrumpfen eines Staates zu riskieren, koste es, was es wolle, sondern sinnhaft dosiert, auch in Richtung, jetzt sage ich, Einsparungsmaßnahmen einerseits, aber immer genug Rahmen auch zu legen und teilweise auch durchaus über Finanzierung zu gehen, wenn es um Zukunftsthemen geht. Aber nur bei der Dimension, die wir jetzt haben, haben wir Gott sei Dank noch andere Sorgen und brauchen nicht darüber diskutieren, ob die Schulden gut oder schlecht sind. Sie sind in jedem Fall zu hoch. Und das würde ich nur gerne, wie gesagt, so als Einstieg geben, um damit auch den Rahmen zu legen. Was tun wir konkret, um das auch nachhaltig und stabil in diese Richtung zu entwickeln? Und wir haben als Grundelement in Wirklichkeit jetzt noch die doppelte Spannung. Wir haben gesagt, auf der einen Seite Schuldenabbau und auf der anderen Seite auch ein ganz klares, großes Ziel, die Abgaben- und Steuerquote, die sich in den letzten Jahren immer so auch auf der Ebene bis zu 43, teilweise waren es 44% bewegt hat, auf ein aus unserer Sicht sinnhaftes Niveau von 40% jetzt einmal in dieser Periode zu senken. So, das ist natürlich der nächste spannende Ansatz, wenn man weiß, okay, damit reduzieren wir auch das, was wir einnahmenmäßig an Steuern und Abgaben lukrieren und spreizt ja die Spannung noch zusätzlich. Und daher auch ganz klar im Sinne einer Orientierung dieser Entlastung von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und Abgabenzahlern. Für diese Entlastung braucht es dann auch entsprechende vernünftige Gegenfinanzierung aus Einsparungen. Und das ist das, was ich gemeint habe mit ehrlicher Entlastung, weil es hat immer Steuerreformen als Entlastungsreformen gegeben. Aber meistens war es das berühmte linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Man hat auf der einen Seite Abgaben reduziert, die hat man dann marketingmäßig gut verkauft. Und auf der anderen Seite hat man versucht, meistens etwas im Hintergrund, stillschweigend, auf einer anderen Ebene halt über Abgaben und Steuern, die neu definiert oder erhöht wurden, auch entsprechend dann ein bisschen wieder das Körpergeld gleichzuschalten. Und damit hat sich in Wirklichkeit nichts verändert. Es war halt dann anders verteilt, die Last, aber unterm Strich ist sie immer gleich geblieben und man kann es eigentlich über 15 Jahre ganz gut nachvollziehen, dass sich dort kaum in der Richtung etwas getan hat. Das heißt, wir selber strapazieren uns in dem Bereich, dass wir bewusst Entlastungen setzen, um in Summe auch wieder den Menschen in Österreich positive Stimulanz zu geben, um mehr auch Geld wirklich in der Tasche zu haben am Monatsende, egal ob es die linke oder die rechte Tasche ist. In Summe gesehen soll mehr bleiben. Und das auch im Verständnis, was ich überstrapaziert habe bei meiner Budgetrede, das Thema Leistung auch wieder richtig anzusprechen. Nämlich zu sagen, es braucht auch in einem volkswirtschaftlichen Rahmen eines Staates, es muss etwas
geschaffen werden, aus dem heraus auch dann Abgaben, Steuern fließen können, hoffentlich dann nicht in dem hohen Niveau, um überhaupt in der Lage zu sein, dann auch Leistungen aus dem Staat heraus erbringen zu können. Und ich bin so frech und frei und wiederhole es bewusst, mein Eindruck über Jahrzehnte ist, und das nicht parteipolitisch, ideologisch geprägt, sondern mein Gesamteindruck ist, dass in Österreich viele, viele ja, in den letzten Jahrzehnten dazu erzogen wurden, Leistung hauptsächlich als etwas zu verstehen, das einem zusteht. Und ich habe es deswegen auch als Bankomatprinzip beschrieben, wenn man das Gefühl hat, so wie bei meinen Kindern, wie sie noch kleiner waren, und sie was gesehen haben, das hätte ich gern. Und der Papa hat gesagt, na, das können wir jetzt nicht kaufen, da haben wir nicht das Geld dafür. Und meine Tochter hat gesagt, da vorne ist der Bankomat, da können wir das Geld holen. Ja, und dieses Verständnis, dieses Einfache ist offensichtlich so ein bisschen ausgeprägt, gesamtheitlich. Na ja, der Staat hat ja eh für alles zu sorgen und dann gibt es eben die Sozialleistungen. Und da steht eigentlich jedem zu. Ohne zu hinterfragen, dass hinter jedem Bankomat gibt es meistens irgendein Konto, ja, das dafür sorgt, ob man dann überhaupt noch Geld kriegt oder ob man verfügen kann. Ja. Und wenn der Kontostand dahinter schon minus 290 Milliarden ausmacht, dann muss man möglicherweise darüber nachdenken, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Und wie gesagt, das ist die Grundregel, warum wir bewusst auch über dieses Thema Entlastung gehen. Und da haben wir erste kleine Schritte gesetzt. Natürlich der Agenda Austria bei weitem nicht ausreichend, aber wir haben noch einiges auch in dem Bereich vor uns. Wir haben mit ersten Schritten gerade bei den kleinen und mittleren Einkommen, das ist das Thema Senkung Arbeitslosenversicherungsbeiträge, wird mit 1. Juli in Kraft treten, Entlastungsrahmen rund 140 Millionen. Jetzt morgen werden wir im Ministerrat den Beschluss auch auf der gesetzlichen Grundlage geben für den Familienbonus, der mit 1. Jänner 2019 in die Wirkung kommt, 1,5 Milliarden an Entlastung für Familien in Österreich, die in diesem Bereich dann auch, wie gesagt, rund 1,6 Millionen Kinder auch im positiven Sinne umfassen wird. Das sind die Maßnahmen, die wir setzen. Darüber hinaus jetzt erster Schritt in der Rücknahme einer sogenannten linke Taschen, rechten Taschenerhöhung im Tourismusbereich, wo wir wieder auf die 10% auch Umsatzsteuer gegangen sind. Wir werden, und das ist ein Vorblick auf das, was wir jetzt gestartet haben, mit der Steuerentlastungsreform 2020, werden wir weitere Schritte setzen. Diese Steuerentlastungsreform, ist mir auch wichtig, ist zweigeteilt zu sehen. Der eine Teil unter dem Begriff Entlastung zielt auf die Komplexität ab des Systems. Ja. Wir haben in Österreich über 30 Jahre und über 160 Novellen, die im Steuergesetz geschrieben wurden, ein Konstrukt geschaffen, das eine ja, Dimension angenommen hat und eine Verwirrung und Irritation angenommen hat, wo selbst die Experten, nämlich Vertreter der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, waren schon bei mir und haben gesagt, bitte macht's was. Das muss man wissen, ich denke, da werden einige auch heute im Raum sitzen, diejenigen Experten, die davon leben in ihrem Geschäftsmodell, dass es eine komplexe Materie gibt, die ihnen die Berechtigung gibt. Wenn die selber sagen, bitte macht's was, es ist zu kompliziert, wir selber haben schon Probleme, uns zurechtzufinden, ich glaube, dann ist der Alarmruf groß genug, um dann wirklich einmal zu sagen, das müssen wir ändern. Bin aber auch nicht so naiv, weil man hat schon oft angesetzt, eine gesamtheitliche auch Strukturreform zu legen und ist halt oft politisch dann dort geendet in Blockaden, dass es wieder ein, sage ich mal, Novellierungsansatz mit halt weiteren Sonderbestimmungen wurde. Jetzt ist der Anspruch wiedergegeben und ich bin aber überzeugt, auch aufgrund einer neuen Regierungskonstellation, dass wir es schaffen werden, auch hier wirklich eine neue Systematik zu legen. Und ich nenne Ihnen in dem Bereich nur ein paar Beispiele, um zu erkennen, woran wir hier denken. Es gibt derzeit 7 Einkunftsarten. Ja. Ich bin kein Experte. Auf den ersten Blick hätte ich gesagt, 3, 4 würden möglicherweise auch das Auslangen finden, wenn man es ein bisschen vernünftiger definiert. Ja. Wir haben im Bereich der Unternehmensbesteuerung, der Gewinnbesteuerung, eigentlich ja, immer diese Doppelbilanz. Nicht? Ich habe die UGB-Bilanz und ich habe die Steuerbilanz. Ja. Auch eine Frage, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, ob man hier nicht auf eine
gemeinsame Linie finden kann, ja, in diesen Bereichen. Wir haben Bemessungsgrundlagen im Bereich der Steuer auf völlig anderer Grundlage wie im Bereich der Sozialversicherung. Auch da kann man darüber nachdenken, ob man da nicht einen gemeinsamen Nenner finden kann. Ja, wo wir ja jetzt auch mit auch gemeinsamen Prüfungen vorab Sicherheit geben wollen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die eh schon jeden Tag sekiert werden, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur zusätzlich strapaziert werden. Also das heißt, hier gibt es eine Menge von Möglichkeiten, die wir auch in den nächsten Wochen, Monaten erarbeiten werden. Wir haben dazu auch eine Arbeitsgruppe jetzt gestartet. Wir hatten vorige Woche den ersten Lenkungsausschuss. Wir arbeiten hier sehr konzentriert, eng getaktet, trotz unserer Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte, um bis Jahresende auch einen Vorschlag für all diese Themenbereiche zu erarbeiten, damit wir mit Beginn 2019 die Chance haben, das auch in die gesetzliche Umsetzung parlamentarisch zu bringen, um dann auch ab 2020 diesbezüglich vor allem, was strukturelle Maßnahmen betrifft, Schritte setzen zu können. Der zweite Teil ist auch hier drum Entlastungsreform, auch wieder substanziell, gerade bei den niedrigen Tarifstufen 1, 2, 3, auf die wir uns fokussieren, ja, eine deutliche Entlastung zu legen. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir für diese Einkommensteuerentlastung auch dann rund 3,5 Milliarden Euro an Entlastung setzen können. Das aber auch wieder natürlich refinanziert und gegenfinanziert werden muss aus entsprechenden Maßnahmen der Einsparungen im System, im Verwaltungsbereich, ja, um nicht wieder linke, rechte Tasche unfair zu agieren. Das heißt, hier haben wir noch einiges vor uns und natürlich auch wollen wir im Bereich der Unternehmenssteuern auch zusätzliche Entlastungen geben. Es ist kein Geheimnis, dass wir, haben es auch im Regierungsprogramm deklariert, auch im Bereich der Körperschaftssteuer die Notwendigkeit sehen, etwas zu tun. Wir sind im internationalen Wettbewerb, wenn man es allein mit den Nachbarländern in Relation bringt, doch deutlich höher mit unseren 25%. Ja, also von diesem Ansatz her wird es notwendig sein, auch Signale zu geben, um diese positive Impulslage, wie ich es einleitend erwähnt habe, auch anzuhalten. Und das in Summe gehen wir davon aus, wir doch einen Gesamtrahmen von rund 5 Milliarden an Entlastung bringen, der, wie gesagt, aber auch konsequent durch Einsparungsmaßnahmen verdient werden muss. Und um auch dieses Thema nochmal anzusprechen, diese Einsparungen, ja, weil immer so diskutiert wird, na, wo nehmen Sie das her, das ist alles so ein bisschen Schein und wie auch immer nicht wahr. Ein Elementum haben wir gelegt für auch die Budgets 18, 19. Wir haben auch aus unserer Sicht nicht notwendige Maßnahmen, die noch so in einer Wahleuphorie des letzten Jahres beschlossen wurden, wo auch die Konjunktur schon in einer sehr guten Ebene gelegen ist, nämlich mehr als doppelt so hoch als ursprünglich prognostiziert für das Jahr 2017, hat man trotzdem Maßnahmen, prozyklische Maßnahmen noch gelegt mit einer Aktion 20.000 einerseits, will aber gar nicht jetzt politisch in eine Richtung nur lenken, sondern auf der anderen Seite hat man auch einen Beschäftigungsbonus draufgelegt als Ergänzung oder als Ausgleich dazu, weil man scheinbar nicht mehr in der Lage war, intern regierungsmäßig vernünftig sich auszutauschen. Und dann hat man halt eine nicht so sinnvolle Maßnahme mit einer anderen auch nicht mehr so sinnvollen Maßnahme ausgewogen. In Summe gesehen hätte es ja rund 1 Milliarde an Kosten verursacht, die wir uns jetzt einsparen. Ja, das ist Faktum, das ist ein Teil der Einsparung. Eine zweite Milliarde kommt aus einer konsequenten Kostenmaßnahme, die wir im Bereich der Förderung legen, die wir auch im Bereich der BIC-Mieten legen, die wir auch im Bereich der angeschlossenen, sozusagen ausgelagerten Einheiten der letzten Jahre an Kosten direkt zurücknehmen. Und in Summe gesehen erwirtschaften wir uns 2,5 Milliarden in dem Bereich als Einsparungen und haben gleichzeitig auch Regeln gelegt, dass wir nachhaltig im Bereich der Personalkosten durch die Nachbesetzung nur jeder dritten Planstelle auch sicher gehen können, dass es uns gelingt, nicht nur kurzfristig, sondern auch in den nächsten Jahren konsequent in dem Bereich was zu tun. Was notwendig sein wird, und jetzt muss ich leider auf die Uhr schauen, der Stellan ist eh schon ganz böse, dass die Fragen möglicherweise zu wenig Zeit finden, aber vielleicht nur als Ergänzung, um es logisch abzuschließen und abzurunden,
Der wichtige Aspekt dabei ist natürlich auch, den Freiraum zu haben für Investitionen. Ja, wir werden hier auch schwerpunktmäßig, wie wir es deklariert haben, dafür sorgen, dass Österreich auch zukunftssicher wird. Wir haben das auch als Schwerpunktthema für unsere europäische Ratspräsidentschaft gelegt, ein sicheres Europa, ein Europa, das schützt. Das ist nicht nur im Sinne der Migrationsthematik zu verstehen, sondern vor allem auch schützt in Richtung der Sicherheit, was Arbeitsplätze betrifft, was Wirtschaftswachstum betrifft, um da auch Europa und Österreich als kleinen, aber wichtigen Teil Europas entsprechend mitzuintegrieren. Aber das, was wir selber für uns in Österreich in der Hand haben, wollen wir auf jeden Fall tun. Da geht es um Infrastruktur, nicht nur im Sinne der Straßen, sondern auch im Sinne der Daten, unter Anführungszeichen Straßen in dem Bereich. Also da haben wir noch sehr viel nachzuholen im Vergleich international. Da geht es um Maßnahmen, um den Wirtschaftsstandort zu fördern, auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ja, ein schwierig diskutierbares Thema, wobei ich auch dazu sage, man sollte es von beiden Seiten sehen. Und es sind die Unternehmen in Österreich nicht die Bösen, sondern das sind die, die die Grundlage für Arbeitsplätze sichern. Und auf der anderen Seite gibt es auch Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, gerade der jüngeren Generationen, die durchaus flexible Arbeitszeiten suchen. Ja, die in ihrer Lifetime Balance auch gerne einmal vielleicht sagen, ich arbeite einen Tag ein bisschen mehr, wenn es geht und wenn es notwendig ist und habe dafür anders mal mehr Freizeit. Also ich glaube, dass hier das Grundverständnis sich lösen sollte, damit wir alle gemeinsam auch wieder diesen Erfolg legen können. Ja, und die Ratspräsidentschaft, habe ich kurz angesprochen, ist natürlich eine tolle Chance, um auch Österreich innerhalb Europas, teilweise auch durchaus auf globaler Ebene noch stärker auch zu präsentieren. Ich glaube, Sebastian Kurz ist in seiner Art der Kanzlerschaft durchaus wahrnehmbar. Österreich ist wieder wer. Das ist ein Zitat, das nicht von mir stammt, sondern auch journalistisch vor einigen Tagen eingesetzt wurde. Also ich glaube, das ist schon spürbar. Und in dieser Kraft, und ich denke, mit diesem positiven Ansatz sollte man das auch leben. Und ich freue mich derzeit besonders, wenn ich meinen Sohn in Berlin besuche, dass ich immer wieder wahrnehme, dass auch Taxifahrer durchaus, wenn sie realisieren, dass ich Österreicher bin, mir ihre Verwunderung im Positiven zum Ausdruck bringen und eigentlich ein bisschen neidisch formulieren, wenn sie sagen, das, wie es ihr das derzeit in Österreich macht, ist super, das hätten wir auch gern bei uns. Und das ist nicht ein singuläres Thema, sondern das ist eigentlich in der Breite zu verstehen. Und so gesehen, glaube ich, können wir alle durchaus unsere Brust herausschwellen lassen und in dem Bereich stolz sein darauf, dass wir in diesem Österreich die Chance haben, für uns etwas zu leisten. Und um wieder auf den Boden der Realität zu kommen, als Einstieg dann und Überstieg in die Fragen und Diskussionen am heißen Stuhl, so wurde ich vorgewarnt, ja, ich habe es noch nicht erlebt, aber heute live. Vielleicht auch ein Seneca zum Abschluss, der für mich durchaus lebensprägend ist. Seneca hat ein wunderschönes Bild gesetzt, nämlich wenn man sich so karrieremäßig oder wenn man irgendwie so sich selber in der Entwicklung beobachtet. Und das ganz Wichtige ist, er hat einmal formuliert, ein Zwerg wird nicht größer, selbst wenn er auf einen Berg steigt. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Elementum, das jeder für sich, ich nehme es für mich auf jeden Fall, dass man realisiert, man ist immer noch mit zwei Beinen am Boden. Man hat nur die Möglichkeit einer anderen Perspektive und auch einer größeren Verantwortung. So gesehen gestehe ich, ab und zu begegnen auch Zwerge, die glauben, sie sind Riesen, weil sie jetzt auf einem Berg stehen. Ich denke, wir alle haben das Selbstbewusstsein, auch Österreich ist möglicherweise ein Zwerglein, das in der Ratspräsidentschaft am Berg steht. Wir werden aber nicht abheben, sondern realistisch das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. In dem Sinn danke einmal für den Einstieg und Ihre Aufmerksamkeit. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt und hoffe, dass der Dr. Schellhorn mich überleben lässt. Vielen Dank. Applaus